Vor dem Gebäude des Zentralkomitees herrschte heute eher gespannte Ruhe. Hinter verschlossenen Türen beriet das ZK über Auswege aus der Krise, aber auch darüber, wie angesichts des immer lauter werdenden Rufes in der Bevölkerung nach freien Wahlen das Machtmonopol der SED zu retten sei. Eine Stunde hatte sich heute Egon Krenz von der ZK-Sitzung entfernt, um mit Ministerpräsident Johannes Rau zusammenzutreffen. Die Hauptthemen auch dieses Gespräches: die Flüchtlingswelle, das Reisegesetz und freie Wahlen in der DDR. Die Antwort von Egon Krenz war eher verblüffend. Eine große. Na, ich habe darüber gestern vor dem Zentralkomitee gesprochen und habe vorgeschlagen, ein neues Wahlgesetz auszuarbeiten. Und in diesem Sinne werden wir verfahren. Alles braucht seine Zeit, alles braucht seine Vorbereitung. Überhaupt ist die Frage, können Sie sich das vorstellen? Vielleicht gar nicht so exakt gewählt. Denn ich gehe davon aus, dass wir auch bisher keine unfreien Wahlen hatten.